Was mit Far Cry 3 schon bestens funktioniert hat, soll sich nun mit Trials wiederholen. Ubisoft veröffentlicht eine umgemodelte und mit reichlich Trash-Appeal versehene Standalone-Version des Motorradspiels für PC, PlayStation 4 und Xbox One. This mission is of the utmost importance. Trials of the Blood Dragon spielt sich im Prinzip wie das Hauptspiel. Man verlagert also das Gewicht seiner Spielfigur auf dem Motorrad, um möglichst unbeschadet über die Hindernisparcours voller Sprungschanzen und Physikspielereien zu kommen, während man Gas gibt oder abbremst. Ähnlich wie bei Far Cry Blood Dragon ist das Ganze aber diesmal mit einer dicken Portion übertriebener Zitate auf die Popkultur der 80er und 90er Jahre übertüncht. Besonders die trashigen Actionfilme dieser Ären haben es den Entwicklern angetan. So brettern wir auf dem Motorrad durch Vietnam und kämpfen dort gegen Kommunisten, die in ihren Geheimlabors ein widerliches Monster züchten, um es gegen die freie Welt einzusetzen. Auch Touren durch Levels, die von Hotline Miami, Starship Troopers und Indiana Jones inspiriert sind, liegen auf dem Weg zum Sieg über die Kommis. Die Motorrad-Action funktioniert solide, doch ein echtes Trials darf man nicht vom Blood Dragon-Ableger erwarten. Immer wieder ist der Spieler nämlich auch zu Fuß unterwegs und hier wird's richtig mies. Die Steuerung ist schwammig, das Auftauchen der Gegner teils unfair. Und nach nur einem Treffer geht's wie in den Motorradabschnitten zurück an den letzten Checkpoint. Motorrad- und Zu-Fuß-Spielmechanik wechseln sich innerhalb eines Levels oft ab. Zudem wurden die Fahrten mit dem Bike unnötig verkompliziert, da man immer wieder während der Fahrt auf Gegner schießen oder einen Enterhaken benutzen muss, um sich über Abgründe zu schwingen. Das ist nicht nur unglaublich gewöhnungsbedürftig, sondern nimmt auch den Flow aus den Fahrsequenzen. Klar kann man mit Trials of the Blood Dragon trotzdem irgendwie Spaß haben, wenn man sich auf den Trash einlässt, doch echten Fans der Trials-Reihe möchten wir das knapp 15 Euro teure Download-Spiel nicht empfehlen.